TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute ein Antipasti-Flanksteak. Und für dieses Antipasti-Flanksteak brauchen wir folgende leckere Zutaten. Es geht los mit einem Flanksteak. Das sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ihr seht da ein paar Löcher, aber das geht trotzdem. Dann habe ich von Just Spices den Beef Classic. Link zum Gewürz unten in der Infobox inklusive Rabattcode. Ja, und dann haben wir uns Antipasti einkaufen lassen von meinem Vater, weil wir in Quarantäne waren und trotzdem grillen wollten. Wir wussten also nicht, was wir bekommen. So, wie ihr seht, haben wir Garnelen, so gefüllte, etwas schärfere Hirtenpaprika, getrocknete Tomaten hat er eingekauft. Dann geht's weiter hier mit gegrillten, eingelegten Champignonpilzen, ein paar schwarzen Oliven und zu guter Letzt gegrillte und eingelegte Artischockenherzen. Ja, aus diesen Antipasti-Zutaten, die wir vorher nicht kannten, werden wir also unsere Füllung zaubern. Tja, und wo eine Füllung ist, da muss ein Stück Fleisch aufgeschnitten werden. Das heißt, hier einfach mit dem Messer so in das Flanksteak vorsichtig reinfahren. Mit der oberen Hand kontrolliere ich immer so ein bisschen, wie weit bin ich denn mit dem Messer drin, dass wir hier also möglichst das Fleisch nicht noch mehr verletzen. Das war jetzt hier so ein bisschen, ja, vorher schon in Mitleidenschaft gezogen. Ihr seht da hinten zum Beispiel schon ein kleines Löchlein und das ein oder andere auf der anderen Seite. Aber das macht fast gar nichts, wenn wir das Ganze rollen, werdet ihr nachher sehen. So sieht das Ganze jetzt aufgeschnitten aus und Samuel beginnt jetzt mit dem Zerlegen der Antipasti. Wenn ihr das mit einer anderen Mischung machen möchtet, wenn ihr die ein oder andere Zutat nicht mögt, die wir jetzt hier verwendet haben, ist das überhaupt kein Problem. Einfach das einkaufen oder einkaufen lassen, wie in unserem Fall, auf das ihr Bock habt oder eben auch euch überraschen lassen. Ja, Samuel schnibbelt jetzt alles so in, naja, einigermaßen gleichmäßig große Stücke, sodass wir nachher ein schönes Anschnittbild bekommen für unsere Füllung. Tja, das dauert jetzt ein bisschen, dann haben wir hier alles zerlegt, bis auf die Hirtenpaprika. Die hat so eine Frischkäsefüllung, da werden wir uns gleich drum kümmern. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Beef Allrounder. Da wird sich schon ein bisschen das Fleisch auf der Innenseite. Ja, und jetzt dieser Frischkäse in den Paprikas, der würde uns beim Schneiden der Paprika ja sowieso rausquetschen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, den von vornherein rauszuquetschen. Samuel übernimmt den Job jetzt hier gerade. Und dann einfach das Fleisch mit dem Frischkäse, ja, so auszustreichen, dass überall so ein bisschen was ist. Also, hier einfach den Frischkäse vorsichtig aus diesen Hirtenpaprika rauspressen. Und dann einfach mit einem normalen Buttermesser den Frischkäse hier auf dem bereits gewürzten Fleisch möglichst gleichmäßig verteilen, sodass wir also überall so eine schöne cremige Schicht vom Käse haben. Gut, wenn das passiert ist, dann kann ich noch schnell die Paprikas so in Ringe schneiden. Wie gesagt, in etwa so groß wie alle anderen Sachen. Ja, und dann können wir auch schon damit beginnen, unsere Fleischpizza, die jetzt hier auf dem Brett liegt, zu belegen. Ich mache die Bilder mal ein bisschen schneller und da könnt ihr euch wirklich austoben oder lasst euch auch von den Kindern helfen. Die haben auf jeden Fall einen Heidenspaß daran. Einfach alles schön bunt verteilen, überall ein bisschen was hinlegen und dann entsteht hier ein wunderbares Bild der Antipasti auf dem Flanksteak. So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Und Samuel verteilt jetzt hier noch zum Schluss die etwas schärfere Hirtenpaprika. Und dann können wir das ganze Stück aufrollen und grillen. Gut, also, na, jetzt haben wir es dann gleich. Und dann geht's los mit der Rollerei. Ich fange immer an der schmaleren Seite an, schnapp mir jetzt hier alle übrig gebliebenen Fleischlappen und arbeite dann immer so ein bisschen mit Zug, dass die Rolle also möglichst stramm aufgerollt wird und die Füllung, ja, die arbeite ich immer so ein bisschen zu mir hin, weil die quetscht euch sonst am Ende raus. Tja, und wenn an der Seite hier schon sowas abhauen will, dann ist das der Hinweis, hey, schlag doch einfach das Fleisch an den Seiten so nach innen ein. Auch auf der anderen Seite werde ich das gleich, glaube ich, noch tun, sodass einfach, ja, die Füllung dort bleibt, wo sie hingehört. So,
Ja, ich gehe nochmal zurück und klappe das jetzt hier also auch ein. Und alles, was außen rum purzelt, wird entweder weggenascht oder halt wieder ins Fleisch verbracht. So, da gehört es hin. Prima. Die ich nehme auch noch mit. Ihr seht, das ist so ein bisschen, ja, die frickeligste Stelle, sage ich jetzt mal. Aber auch das bekommt man hin. Und ihr seht, ja, da sind Löcher drin, aber das macht tatsächlich relativ wenig. Das wird jetzt gleich hier noch gebunden und dann hält das prima. Da braucht ihr euch also wirklich keine Sorgen machen. Gut, jetzt habe ich es geschafft und binde das Fleisch. Da beginne ich immer in der Mitte der Rolle, weil dann habe ich ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis. Und dann setze ich den nächsten Faden links, den nächsten Faden wieder rechts davon. Und so arbeite ich mich dann die ganze Flanksteak-Rolle entlang, bis wir so eine Art, ja, Raupe geschaffen haben. Ihr seht es hier, die wird jetzt noch von außen mit dem Beef Allrounder von Spice, Just Spice, gewürzt. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit dem Fleisch und können uns gleich um den Grill kümmern. Der Monolith Icon ist vorgeheizt auf 150 Grad, direkte Hitze erstmal, weil ich möchte die Fleischrolle jetzt hier von allen Seiten einmal kurz anbraten bzw. angrillen. Ich rolle sie jetzt hier also einmal immer wieder so ein Stückchen weiter über den kleinen Rost des Monolith Icon. Aber was heißt klein? Ihr seht das Flanksteak, das passt da locker drauf und das Stück Fleisch reicht auch mal easy für, ich möchte sagen, also 4 Personen werden davon sicherlich satt. So, jetzt bereite ich mir den Monolith Icon für indirekte Hitze vor, Deflektorstein rein, Tropfschale drauf, Grillrost wieder drauf, Fleisch drauf und Thermometer ins Fleisch. Und dann haben wir es geschafft. Dann darf das Ganze jetzt bei ungefähr 150 Grad für, naja, wie lange hat es gedauert? Eine Stunde vielleicht. Also auf jeden Fall bis 56 Grad Kerntemperatur haben wir das Stück jetzt hier gezogen. Ihr seht, da ist auch kaum was runtergetropft mehr. Trotzdem wird das Fleisch wunderbar saftig und lecker gefüllt sein. Tja, das war mein Video zum Antipasti Flanksteak. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar und solltet ihr TH Barbecue noch nicht abonniert haben, dann dürft ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.